Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, es ist Montag und dann starten wir wieder im Wahlkreis, nachdem wir gestern einen tollen Ehrenamtstag in Bitburg feiern durften mit unglaublich vielen ehrenamtlich Initiativen, ehrenamtlich Engagierten. Und es bleibt einem einfach nur ein ganz großes Wort des Dankes zu sagen dafür, dass sich so viele Menschen in Rheinland-Pfalz ehrenamtlich engagieren. Fast jeder Zweite ist ehrenamtlich aktiv und die Bandbreite ist wirklich riesig groß. Es war ein tolles Fest, was dort gefeiert wurde, aber vor allen Dingen war es ja ein Fest der Dankbarkeit und diese möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich ausdrücken. Ja, und jetzt geht's wie gesagt weiter. Ich bin gerade unterwegs nach Neuwied zur Agentur für Arbeit, um dort mit der neuen Geschäftsführerin Frau Adam ins Gespräch zu kommen über die Situation am Arbeitsmarkt im Kreis Altenkirchen. Und natürlich gibt es da sicherlich einiges an Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten. Ob das das Thema Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ist, das Thema der Langzeitarbeitslosigkeiten oder auch auf der anderen Seite die Frage nach Fachkräften, aber auch Ausbildungsplätzen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Austausch und denke, dass wir gerade für unsere Region dann nochmal einiges an Informationen und Fakten zu hören bekommen. Ja, dann geht es weiter und ich habe einen ganz besonderen Termin, auf den ich heute auch schon hinweisen möchte, nämlich heute Nachmittag werde ich in Kirchen sein bei Elinas Fahrwerk. Das ist eine sehr berührende Geschichte, wo ein Vater aus Kirchen für seine Tochter Rollstühle gebaut hat, Fahrwerke gebaut hat, um mit Menschen, die eben eingeschränkt sind in ihrer körperlichen Bewegung, auch outdoor zu sein, auch draußen zu sein, einfach Ausflüge zu machen, spazieren fahren zu können. Und Elinas Fahrwerk ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, das heute kennenzulernen und werde natürlich auch hier berichten. Und dann ist heute Abend eine tolle Veranstaltung, zu der ich euch ganz herzlich nochmal einladen darf. Heute Abend um 19 Uhr findet im Forum in Hamm eine Veranstaltung statt, nämlich Sabine trifft Dr. Stefanie Hubig. Und zwar werden wir uns zum Ganztagsfördergesetz des Bundes unterhalten. Der Rechtsanspruch, der für Kinder ab der ersten Klasse, ab dem Jahr 2026 greifen wird. Das ist für uns in Rheinland-Pfalz, das Land der Ganztagsschulen, sicherlich nicht etwas sowas Neues. Aber es wird eine Besonderheit nochmal darstellen, wie wir diese beiden Voraussetzungen und Bedingungen miteinander verzahnen. Aber vor allen Dingen, was es auch bedeutet, der Ausbau von Ganztagsförderung, wer es entsprechend umsetzen kann und umsetzen muss, wie die Strukturen in Zukunft dann auch verwaltet und aufgebaut werden. Und ich bin sicher, dass die Ministerin hierzu viele Fragen beantworten wird und auch beantworten kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall, heute Abend um 19 Uhr nach Hamm zu kommen. Ja, und die Woche geht dann weiter, natürlich wieder auch mit den Terminen in Mainz, ob das Kabinett ist, der Fraktionsvorstand. Aber auch morgen wird nochmal ein ganz wichtiger Termin sein, wenn es nämlich darum geht, Solidarität zu zeigen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von Thyssen in Andernach. Auch dort werde ich morgen bei der 24-Stunden-Mahnwache vor Ort sein und auch hier unsere Solidarität aussprechen, so wie wir das auch getan haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tadano-Werke Zweibrücken, die sich am heutigen Montag jedoch schon nach Mainz aufmachen, um dort auch nochmal auf ihre Bedingungen aufmerksam zu machen und vor allen Dingen nochmal darzustellen, in welcher Art und Weise hier der Arbeitgeber mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Wir werden dann von der Landtagsfraktion gemeinsam mit den anderen Fraktionen aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag in Berlin sein, um dort unsere Klausurtagung durchzuführen. Und so schließen wir dann am Freitag noch an eine Wahlkampfunterstützung für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Brandenburg. Denn dort ist in Kürze Landtagswahl und wir wollen hier nochmal den Demokratinnen und Demokraten helfen beim Haustürwahlkampf, beim Flugblatt verteilen. Da ist jeder Demokrat, jede Demokratin gefordert und ich freue mich, wenn wir mit unserem Engagement auch dort Dietmar Woidke unterstützen können. Ihr seht, eine wirklich spannende Woche. Ich kann euch nur einladen, dabei zu sein, hier in den sozialen Medien, auf Insta, auf Facebook. Habt eine erfolgreiche Woche und passt gut auf euch auf.